vom Kopf. Also draußen kann Pitti heute nicht spielen. Da wird er ja glatt weggepustet. Knack, knack, knack. Dich hat wohl der Wind in die Laube geweht. Beinahe, Schnattchen. Du, spielen wir zusammen Familie? Einverstanden. Ich bin die Schnattermutter und koche gleich Kakao. Dann ist Pitti der Pitti-Vater und das Pitti-Kind dazu. Aber Pitti, du kannst doch nicht der Vater und das Kind zugleich sein. Nee, schade. Naja, dann muss Moppy eben doch mitspielen. Moppy! Du wirst gebraucht! Ist euch etwa das Dach weggeflogen? Meine Hundehütte wackelt bei dem Sturm wie ein Kahn. Und was nun? Du, Moppy, wir spielen Familie. Du bist das Kind. Was, ich? Ja. Ich das Kind? Nee, nie. Entweder bin ich der Vater oder ihr spielt alleine. Ich bin schließlich dicker als du, Pitti. Und das zählt. Na gut, dicker Vater. Ist Pitti eben das Kind? Pittikind, hilfst du mir beim Abwaschen? Nein, geht nicht, Schnattermutter. Ich muss Schularbeiten machen. Ach, du bist es, Moppy-Mann. Na, wie war es denn heute auf der Arbeit, Nack-Nack? Ah ja, ging so. Ach, Pitti, hole für deinen Vater eine Limo. Ich will mir das Fußballspiel im Fernsehen ansehen. Du, dicker Vater, Pittikin kann dir keine Limo holen. Pitti muss einen Hausaufsatz über das Krokodil schreiben. Oh, da, Was? Das soll abseits gewesen sein, Ruff, der Schiedsrichter ist eine Pflaume. Du, Vati, was frisst eigentlich ein Krokodil? Was weiß ich, vielleicht Scheuerlappen. Aha, Scheuerlappen. Also, das Krokodil, Schulaufsatz von Pitti. Das Krokodil, es frisst so viel, am liebsten Scheuerlappen. Als Schwanz hat es... Du, was hat ein Krokodil für einen Schwanz? Ja, was soll denn das nun wieder? Die haben wohl schießen gelernt, als Treffen noch nicht Mode war. Oh. Schnattermutter, was hat ein Krokodil für einen Schwanz? Knack, 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 was ist denn das für eine dumme Frage? Pittikind, kannst du in der Schule nicht besser aufpassen? Klatsch, Quatsch, ich muss aber wissen, was ein Krokodil für einen Schwanz hat. Knack, 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 vielleicht einen Besenstiel. Wow, Ruhe, ich will mein Fußballspiel sehen. So, klick, Fernseher abgeschaltet, knack, knack. Moppy-Vater, hilf lieber deinem Pittisohn bei den Schularbeiten. Ja, Pittisohn hat nämlich schon wieder eine Frage. Was macht ein Krokodil um Mitternacht? Ach, es schnappt nach dem Mond. Nun lass mich aber endlich zufrieden. Klick, Fernseher angestellt. Na bitte, jetzt hab ich das 1:0 verpasst. Hab ich das in dieser Familie eine Wirkung? Du, Schnattermutter, kann ein Krokodil eigentlich Klavier spielen? Du sollst doch deinen Vater fragen, na. Geht ja nicht, Schnattermutter. Der dicke Vater guckt in das Pantoffelkino. Oh, unerhört, na. Klick, Fernseher abgestellt. Sport ist gesund, klick. Fernseher wieder angestellt. Schularbeiten sind aber wichtiger. Na. Ach du meine Nase. Nun hört euch doch wenigstens mal Pittis Hausaufsatz an, damit Pitti endlich Abendbrot essen kann. Naja, aber schnell, damit ich noch die zweite Halbzeit mitbekomme. Ja doch. Das Krokodil. Hausaufsatz vom
vom klugen Petikett. Das Krokodil, es frisst so viel, am liebsten Scheuerlappen. Als Schwanz hat es einen Besenstiel und will den Mond sich schnappen und spielt Klavier um Mitternacht. Bis morgen früh, so gegen 8. Das ist Blödsinn. Das ist eine glatte 5. Wer hat dir denn diese Dummheiten beigebracht? Ihr beide. Mit vereinten Kräften. Was? Wir? Ja, ihr seid überhaupt ganz unqualifizierte Eltern. In Wirklichkeit gibt es solche Familien nämlich überhaupt nicht. Wie immer. Du meckerst bloß herum, Pitti. Spiele du doch den Vater, wenn du es besser kannst. Das will ich auch meinen. Haha, spielt Pitti sofort. Und zwar ganz dufte. Passt mal auf, jetzt kommt Pitti Vater von der Arbeit. Hallo, Schnatterfrau. Ach, da bist du ja. Küsschen. Na, Moppikind, wie war's denn heute in der Schule? Wieder fleißig gewesen? Na geht so, dicker Vater. In Flohverjagen eine 1. So etwas hört ein Vater gern. Und jetzt decken wir alle zusammen den Abendbrottisch, aber mit Musik. Das Krokodil, es frisst so viel. Doch niemals Scheuerlappen. Als Schwanz, als keinen Besenstiel. Kann auch den Mund nicht schnappen. Und spielt auch nicht Klavier. Von Mitternacht bis 4. Und nun, guten Appetit. Na, du Pitti, ich muss mich ja mächtig wundern. Du spielst den Vater ganz zauberhaft. Naja, Pitti übt eben schon immer fleißig. Was denn, willst du etwa heiraten? Natürlich. Und dann bekommt Pitti so 40, 60 Kinder. 60 Kinder? Ja. Das haut mich glatt um. Das hält ja ein armer Hund nicht aus. Da bringe ich mich lieber jetzt schon in Sicherheit und gehe durch Sturm und Nacht in meine Hütte zurück. Na dann, gute Nacht, Moppi. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Pitti heiratet ja erst Ehrenmann. Gute Nacht, Schnattermutter. Gute Nacht, Pitti-Vater.